guess some XP. I don't know, because I've never followed him back. Ich verschwinde jetzt. Für eine Menschenfrau bist du übrigens ja anschickt. Auch dir einen guten Hype. Okay, well, let's go to... Whoops, wrong place. Why I'm at the monastery, I have no idea. But, Let's just wait till I recharge my mana. Oh yeah, I have to rearrange my travel routes. So, most important first, least important second. Okay, Pass of Corinthus is gonna be ninth. Okay, Sardis is 7. Okay, there we go, actually, there we go. Now. Okay, what quests do I have to do? Valentina, oh, that's for 10 PM. With the conspiracy, I'm not gonna do that. Travel runes, Fallen Arwen. Okay, the scavenger breeding quest. I'm not gonna film the entire quest, I'm just gonna show you how to do, well, I guess, basically, the process is the same. I'm not gonna do it in this episode, only in the next. All you have to do is waste sheep sausages in a trial, well, trail, sorry, and make the scavengers follow it. I'll show you how to do that in the next episode, but I'm not gonna show you the entire quest because there's no point, as that will take like 20 minutes to do. And it's basically the same thing repeating over and over again. Why the hell am I in caravans? Anyways, let's go to Nixia. Sie trugen dem heiligen Argon die... Meine Verehrung, Priester Adanos. Ich habe alle Runen gefunden. Tatsächlich? Dann hat sich meine Theorie bestätigt. Von welcher Theorie sprecht ihr? Ach, hatte ich nicht erwähnt, dass die wiederkehrenden Runen nur eine Theorie meiner Wenigkeit waren? Ich glaube, ihr hattet dieses unwichtige Detail ausgeklammert. Genau, man kann ja nicht an alles denken. Okay, now... Auf Wiedersehen. Basically... I forgot to mention this at the beginning of the episode. In the previous episode, I talked to Horatio, and remember that when I was sitting down with him, well, basically, there is something that happens. Just sit down for like 2 to 3 minutes or so, and when you stand up again, you'll get a 5+ increase in your bow accuracy, which is extremely good for a dexterity character, and I'm really annoyed that I didn't actually do that. So, yeah, just telling everyone right now. Anyways, Valentina I'm going to later. Okay, let's go over here. Halt! Willst du hier etwa rein? Klar, warum nicht? Aber du bist eine Frau. Wirklich? Ich? Eine Frau? Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ich gehe dann mal weiter zu André. Ich kann dich nicht durchlassen. Denk dran, der Klügere gibt nach. Du wirst doch nicht dümmer als eine Frau sein, oder? Versuch bloß nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Ich bin viel zu schwer für dich, Frau. Und jetzt verzieh dich. Okay, now to do this, this isn't hard at all. I actually found this, found out how to do this in my very first trial. Hey, Gärtner. Hallo, ich bin Velaya. Was treibst du in dieser entlegenen Ecke? Ich mache hier den Gärtner. Und wenn du willst, kannst du ein paar Heilkräuter von mir erwerben. Zeig mir das. Ich könnte deine Hilfe bei einem kleinen Scherz gebrauchen. Kleiner Scherz? Sehe ich so aus, als wenn ich kleine Scherze mache? Naja, eigentlich handelt es sich auch eher darum, die Wachen von der Tür wegzulocken, damit ich ins Haus gelangen kann. Hey, warum sagst du das nicht gleich? Mit diesem Scherz bin ich doch immer zu haben. Wenn es gegen diese arroganten Paladine geht, bin ich doch dabei. Pass auf, du hältst dich bereit und ich locke die beiden Eisenpfähle weg. Beeil dich aber lieber. Hab schönen Dank, Mann mit dem grünen Daumen. Okay, now...
Basically, this will give you entry to Andre's place. Very nice Capitol building. In fact, the judge's building is much more impressive, as you could have a nice view of this mountainside with this rain falling down. How amazingly gay did I sound just then? Oh wow, you can actually climb up here. Okay, now they're getting distracted. Hey, können die mal kurz vergessen? Go over here. Okay, now this is how to complete the Larius and Garbrandt quest. Basically, sorry, that didn't make any sense. I'm just going to loot this area at the moment. So make sure you get everything you can. Such as 6 plates. Just pick up everything. Otherwise you're stupid. And being stupid is pretty stupid. So yeah, anyways, as I was saying, just pick up all this. This is basically the governor's area. Alright, now, hopefully the governor's not here. Damn it, what's up? Oh, for fuck's sake. Hey, you! What are you creeping around there? Can't even see me. What the hell is he talking about? Oh my god, he can't see me. Okay, now that... Oh my god, are you serious? Okay, we might as well talk to him. Sei gegrüßt, Statthalter. Hattest du einen Termin? Ich glaube nicht. Verschwinde, bevor ich die Wachen rufe. Yeah, I forgot to talk to him. This is important for the Gabrant quest. Sei gegrüßt, Stadt. Ich interessiere mich für das Haus vorn am Aufgang zum Viertel. Die Wache davor hat mich zu dir geschickt. Du willst ein Haus kaufen. Und dann noch hier, bei uns, im oberen Viertel. Und ich bin der Mogul von Ariabia. Im Ernst? Was ist mit dem Haus? Das ist das Haus von Gerbrand. Jedenfalls dachten wir das alle. Plötzlich, vor ein paar Wochen, stand der Vorbesitzer Diego wieder in der Tür und man sah Gerbrand panisch aus der Oberstadt verschwinden. Dieser Diego sagte, dass er der rechtmäßige Besitzer sei. Und dann? Wo ist dieser Diego jetzt? Das ist das Kuriose. Dieser Diego ist verschwunden und hat mir einen versiegelten Brief hinterlassen. Wo ist er eigentlich hingekommen? Ach ja, in der Truhe. Sollte jemals wieder Gerbrand Anspruch auf sein Haus erheben, solle ich das Siegel brechen und den Brief lesen. Die darin enthaltenen Informationen solle ich zum Wohle Corinus benutzen. Scheint ja der Stadt sehr verbunden zu sein, dieser Diego. Nicht wahr? Willst du nun das Haus kaufen oder nicht? Nach allem, was ich gehört habe, lieber nicht. Okay, now, basically, did he actually say it? Yeah, evidence, totally. Now, this evidence that he's talking about is in that chest over there, which I'm going to get after I talk to Andre, because, well, you know, right now Larius is not sleeping, and that's annoying, seeing as he's probably seeing what I do hey right you. Now. Hey, you! What are you creeping around there for? I guess Albrecht saw that. Anyways... Hey, bleib stehen! Was hast du denn hier zu suchen? Ich glaube nicht, dass sich die Wachen ohne meinen Befehl zu mir durchgelassen haben. Erkläre dich. Mein Name ist Velaya. Moment. Du bist Velaya? Man hat mir berichtet, dass du dich durch die Wälder bis zur Stadt durchgeschlagen, eine Aufgabe für unsere Miliz erledigt hast und für die Innoskirche arbeitest. Ist das so? Jawohl, mein Lord. Dann hat Innos dich gesandt, um eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Weit im Osten haben sich einige wenige, wenn auch sehr gefährliche Männer zusammengerottet. Frag nicht nach den Gründen, sie sind auch nicht von Belang. Diese Leute haben sich jedenfalls von Innos oder Adanos abgewandt. Meine Quellen berichten, dass sie nun Belia folgen und seinen Glauben auch mit dem Schwert verbreiten. Versuche heraus, ob letzteres der Wahrheit entspricht. Sollten die Gerüchte stimmen, wirst du dich dieses Problems annehmen. Aber mein Lord, warum schickt ihr nicht die Paladine? Das ist doch wohl ihre Berufung. Es gibt keine Paladine mehr auf Corinus. Die wenigen Ritter, die nicht in der Schlacht auf dem Weidenplateau ums Leben kamen, bewachen die Stadt vor umherstreifenden Ortbanden und anderen
Wir haben schwere Zeiten und mein Wort ist Gesetz auf dieser Insel. Also in Innos Namen, geh und erfülle deine gottgegebenen Pflichten. Aber ich... Du hast dich als fähig erwiesen. Geh jetzt. Ach ja, wenn du diese Aufgabe zu meiner Zufriedenheit erledigst, sollst du großzügig belohnt werden. Mit eurer Erlaubnis, mein Lord? Alright, now. I think Albrecht talks to you right now. Hey, yeah. Streunerin. He does. Ja, Herr Paladin? Noch mehr Aufträge?